Über dem Parkplatz an der Bruchstraße schallen laute Beats. Und die 16 Projektteilnehmer, allesamt Schüler des Berufskollegs Reit-Mühlfort, sind schon voll in ihrem Element. Unter dem Motto Religion meets Graffiti, United Rules of Life, greifen die 16- bis 20-Jährigen zur Spraydose und visualisieren ihr Verständnis vom Christentum und dem Islam. Auf der rund 15 Meter langen Wand vor dem Schulgebäude haben die Jungbotschafter Aspekte der 10 Gebote aus dem Alten Testament und der 5 Säulen des Islam aufgegriffen. Wir müssen halt erstmal den ganzen Hintergrund machen und halt so diese Details, sage ich jetzt mal. Und am Ende kommt nochmal hier von dem Auge, da wollten wir halt eine betende Frau reinmalen, die dann halt Richtung der Kaaba, wie wir das nennen, betet. Das gehört halt zu den 5 Säulen des Islam. Und dass auch alles seine Form bekommt, dafür steht der Graffiti-Künstler KJ263 den Schülern unterstützend zur Seite. Im Mittelpunkt stehen aber weniger die Unterschiede als vielmehr die Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen. Auf diese Weise setzen sich die Schüler nicht nur mit dem Thema Religion auf ihre eigene Art und Weise auseinander, vor allem Selbstständigkeit, Verantwortungsgefühl und persönliches Engagement werden gefördert. Wir wollen eigentlich so eine Art Verbindung zeigen zwischen den beiden Religionen, also Christentum und Islam. Weil im Prinzip glauben wir ja eigentlich an das Gleiche, an einen Gott. Und deswegen ja so eine Art Verbindung, dass es nicht irgendwie Rassenveränderung gibt oder Rassentrennung, sondern eigentlich, dass wir alle alle Menschen sind. Ein Dialog zwischen den Religionen. Auf Zementplatten vor einem Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung. Wer dieses außergewöhnliche Projekt aus der Nähe erleben möchte, der findet das bunte Panorama im Eingangsbereich des Berufskollegs Reit-Mühlfort an der Bruchstraße.